bisschen Angst vor Kameras und so. Geht ja schon gut los. Oh, ein kleiner Mops. Wie eine Katze fallen. Miau! Willst du mein Robin sein? Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Zu meiner Linken habe ich den Alex Retzky, den kennt ihr vielleicht. Und zu meiner Rechten haben wir hier Farid Berlin. Hallo Farid. Hallo Johannes. Farid ist Experte, wenn es um das Thema Körpergewichtsübungen geht. Er ist ein absoluter Freak. Schaut euch seinen Channel an. Wir machen heute einfach Bodyweight-Übungen und zwar speziell Push-Ups, Liegestütze. Wollen wir erst mal eine richtige deutsche Liegestütze machen? So auf Knien ganz normal oder so? Ich weiß nicht. So eine Anfängerliegestütze. Kinn muss ungefähr so hoch sein hier. Und Zabel. Und dann Kopf hoch. Und auf. Die nächste ist jetzt. Das ist jetzt die zweite Stufe danach, ja? Das ist. Da gibt's nicht nur noch was dazu. Ja. Genau. Ja. Ja. Man muss ja wie eine Katze fallen. Gibt es einen Unterschied zwischen das? Ich mache das vor jetzt. Ja. Hier. Das und. Ja. Ja. Und wie eine Katze. Wie eine Katze. Miau! Wenigstens so, da hast du. Na, du platzt gar nicht. Du persönlichst es so. Das hier. Ist nicht so schwer. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also erstmal so gerade Knie gerade. Eins und dann zwei und dann seitlich. Oh, seitlich. Und dann andere Seite. Ja. Und dann so. Hier drehen und dann drehen. Ja. Und dann gerade und dann Push-Up. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Musst du schnell. Und. Oh. War schon schnell. Der Farid war mal richtig dick. War mal ein kleiner Mops. Wie hast du es abgenommen? Lass mich raten. Du hast weniger gegessen, als du verbraucht hast und viel Sport getrieben. Einfach Ernährung umgestellt, also ja, ja. Richtige Ernährung und richtige Training. Sieht ganz gut aus hier. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt zeig uns mal die brutalen Liegestütze in den nächsten. So, spartanische Liegestütze, das ist so, die erste Hand so hier gerade, die andere geht so hin, so. Und dann springen, so. Ja. Einmal so Bauchnacken, einmal so ungefähr für Schulter. So. Ellbogen ist außen, okay? Ellbogen ist außen, hier Ellbogen innen. Und dann hier. Ja. Und dann rechts. So, was? Und dann nur das hier. Okay, kleiner. Kleiner. Und ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maschine. Vom Bodybuilder zu Batman. Willst du mein Robin sein? Ja. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Superman Push-Up, also das sieht so aus. Also so. Also so, hier liegen. Beide Hände so. Richtig. Körperspannung und. Und zurück. Okay, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das möglich ist, ehrlich. Nein. Gut. Ja. Oh, shit. Also bist du wach. Genau. Hoch. Ja. Spannung, okay. Und dann? Ja. Und dann? Superman. Das ist Retzky, Junge. Das ist Retzky. Gucke. Also, ich habe das so geübt. So hier. Ja? Und nach vorne. Ah, okay, cool. Und nach vorne. So. Und dann das. Und hier. Und hier. Gerne. Und. Ja. Und ich schon.
Aber das ist die Shaolin Push-Up. Schau, richtige Shaolin Push-Up. Hier, Körpersprung. Oder mit deinen Händen. Warte, ich glaube, Finger. Mach mir die Katze. Nee, die Finger ist schon ein bisschen. Hä? Ist auch von Gewicht abhängig. Also, so jetzt, wenn du jetzt. Willst du sagen, ich bin zu fett oder was? So viel zum Thema Rumpftraining. Erste Stufe. 2, 3, 4, 5. Und jetzt auf den Daumen. Ja, so. Da. Tada! Wie eine Katze. Uiuiui. Auf den großen Zeh. Ihr müsst aber auf den großen Zeh mal filmen. Ja. Wir haben auf den Daumen und dann mal das Gesicht filmen. Du bist der Chef hier. Ja. Ich glaube, wir bisher haben uns ganz gut geschlagen. Ich auch. In ungefähr Kopfhöhe. So. Und dann Körper gespannt. Oder erstmal ohne Finger. Jetzt einfach nur das. Ja, sonst hätte ich auch gleich auf Fingern gemacht. Hier, Bodybuilder. Oh, zieh. Aber das macht die Sehne so hart. Guck mal hier, zeig dir mal. Zeig dir mal bis hier. Achtung, Johannes, zeig dir mal bis hier. Jetzt vorwärts. Ja, ja. Das ist auch ein schöner Supermann, Jens. Oh, zieh, sehr. Vergiss Fliegende mit Kurzhanteln. Oder Überzüge. Es ist schon geil. Muss man sagen. Weißt du, was ich daran mag? Dass du automatisch Muskeln kriegst. Du kriegst die Muskeln einfach. Es ist so, das passiert einfach nebenbei. Was? Komm nicht mal, guck mal, ich komm nicht mal mehr hin. Wieder rücken. Oder wie ist das so, Katze? Hier, weniger. Und dann hier. Das war jetzt mal wichtig für den normalen Zuschauer zu sehen, was da für Kräfte wirken. Das sah so leicht aus, ne? Das ist eigentlich eine gute Sache. Oh. Ja, ja. Eins, genau. Und jetzt zeig ich die Karte. Ey, lass du! Yeah. Okay. Was kommt denn jetzt? Achso, super. Sehr schön. Ich hätte schon die Kurse hier. Ich hab das noch nie gemacht, wirklich. Was? Zack. Versuch mal Becken hochhalten. Die Füße so ein bisschen so stellst, dann ist das sehr wenige Belastung. Auch wenn es mal so wirklich ist. Ja, wie du machst das. Genau. Oh. Ja. Oh. Achso, ja, jetzt habe ich es verstanden. Warte.
Okay. Scheiße! Man muss einfach einen Bock finden jetzt. Und hoch. Sehr gut. Ja. Ja. Oh, ich weiß, was du willst. Jetzt das andere Teil hier. Ja. Oh, fuck. Einfach. Oh. Einfach. Ja. Alles klar. Guck mal. Ja. Das ist easy going. Du kannst hier schön reinstützen. 20, ja. 20. Jetzt ohne Arme. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Farid Berlin, guckt euch den Channel an. Der Typ hat definitiv ein Ding an der Waffel.